Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Und wir befinden uns gerade auf dem Weg voll von mitgefahren und ich bin tot. Junge, ein scheiß Treffer. Ja, damit, das ist genau der Ach. So muss man eine Folge anfangen. Am besten noch den Anfang einer Let's Play Folge. Mit dem Tod unseres Helden. Im Montoblas. Okay, da sind jetzt ein paar Viecher. Und der Scheiß ist, ich sehe eigentlich nicht sehr viel im Moment. So, warum wir denn die Fackeln? Nein! Wow, wow, wow! Was bist du denn für einer? Ey, hast du deine Axt weggelegt? Ich hab die hier. Nein, das ist eine andere Axt. Toll, ich bin wieder tot! Junge, was ist das denn für ein Spießer da, der da rumhockt? Tja, das Küken, oh, wie das, wie putzig das rumspringt. Und oh, jetzt sind wir like a boss. Hm. So, ganz ehrlich, dein Raumschiff sieht irgendwie aus wie eine Ritterburg. Ich meine ja nur. Tja, komm her! Wenn dich mit mir anlegst, bist du selbst schuld, tja. Da bist du draufgegangen, tja. Davon, wenn man sich mit dem Baba anlegt. Oh, du bist... Oh. Ihr seid eigentlich friedlich. Ja, dann finde ich das doch gut. So, und jetzt runter hier vom Berg und ich bin jede Sekunde da. Hallöchen! Hm, bist ja schon schöner machen. Ich schmelze jetzt hier noch ein paar Sachen. Zack, zack. Den nehme ich dann schon mal mit. Und wir haben... 5 Eisensachen, dann schmelze ich gleich nochmal das Platin. Und dann muss ich mal gucken, vielleicht kann ich uns dann schon mal ein paar schöne Spitzhacken hier raus machen. Oh, 16 Silber. Ja, ja, super. Und dann in die Höhle irgendwie, dann so ein zweites Zimmer. Also nicht exakt, dass das wie eine Höhle ist, sondern anders. Also so ausgebaut. Mist, wir brauchen Kupfer. Hä? Hast du gehört? Ja. Wir brauchen Kupfer. Molten Core? Was zur Hölle ist Molten Core? Okay. Okay. Und Fett. Bett. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir dann auch erstmal noch ein paar Sachen ab. Warum kannst du nicht hier hinsetzen? Junge, dann nicht so kurz die Tür. Möglicherweise, weil im Hintergrund nicht alles voll ist. Und da muss alles voll sein. So, ja, warte, ich komm mal wieder nicht raus ab. Irgendwie total die bescheuert, diese Idee. Ich habe mich ja gerade eben schon mal dahin runtergebaut. Ich nehme hier einfach den Weg. So, nee. Ah, hier können wir uns auch nochmal hübsche Plant Fibers machen. Also eher gesagt holen. Na komm, du willst es doch auch. Falle. Falle in deinen Abgrund, in dein Verderben. Junge. Oh, erstmal schicke Plant Fibers. Ey, ich kann die scheiß Tür hier nicht hin, letztes Mal, ohne Scheiß. Tja, wenn man es nicht kann. Oh, jetzt habe ich scheinbar zu hoch gesetzt. Das ist widrig. Ja. Wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist. Und es ist... Copper Ore. Nice. Ich komme mal eben nochmal zurück und guck nach, wie viel wir brauchen. Falls ich gut genug springen kann. Ja, ich kann gut genug springen. So, Quaffe auf C. Ich mache mal auch noch mal ein paar Wood Planks.
So. Ah, hier können wir uns das auch noch ein paar weitere machen. Nee. I für Inventory und hier haben wir die so, Wood Planks. Ah ja, stimmt, ich habe da oben ja noch das. Oh Junge, das sollst du ja eben nicht machen. Cool. Siehst du? Ich mache hier einfach dann mal diese Sache hier voll. Und mein Holz ist nicht alle. Oh, jetzt lass es bitte klappen. Junge, warum kann ich die Tür nicht dahin tun? Hm. So. Kannst nicht verstehen. Wart mal, wart mal. Ich glaube, ich weiß warum. Ja. Yep. Nee. Doch. Warte. Warum? Warte. Warte mal eine Sekunde. Ich habe einfach keine Woodplanks mehr, dann ernst. So. Dann wollen wir jetzt nochmal gucken. Dave? Hast du gemacht? Nein, ich dachte, dass das sah irgendwie so aus, als ob da irgendwie man die Tür reinstellen muss oder so. Ich weiß warum. Halt mal die Tür dahin, wo du die hinbauen willst. Ach Kind. Das ist so beschissen. Mach diese Schule Gartentisch. Nein, das Gartentisch muss da stehen bleiben. Ich hätte auch selber drauf kommen können, dann kannst du jetzt hier wegmachen. Ich weiß, dass du selber drauf kommen könntest. Bist du aber nicht. Christmas! Happy Easter! Geil, ich kann Monster damit treffen. Uff. Hui! Fress Schneebälle! Junge! Du Arsch! Sauber! Den Toto-Fixer! Ich merk's! Du bist Arsch! Vor allem halt doof. Okay, jetzt mach ich euch platt. Ja, nichts, Ham Ham. Ich zeig dir gleich Ham Ham. Boom, in dein Köppes. So. Dann machen wir da noch. So. Oh, jetzt bin ich immer am Arsch der Welt. Junge, du bist am Spawn. Du musst einfach nur an der Seite vorbeilaufen. Einfach nach rechts, links weiter. Dann die Hügel runter und dann haben wir es. Ich hab zu lange ein paar Räume. Mach. Gut. Ja. Aufhören. Was können wir denn sonst noch machen eigentlich? Könnten wir ja dann hier runter gehen. Ey. Was? Das hat mir nichts zu tun. Oh, hier haben wir Kohle. Genau, die wollte ich auch eigentlich abbauen, aber dann kam mir dieses Mistvieh in der Nacht. Junge! Ich sehe deine Lebensanzeige schon. Geil. Ja, du wartest auf mich. Ja. Junge! Ja, ich sehe dich. Junge! Was ist jetzt schon wieder? Ah, du bist tot. Oh, was haben wir hier? Eisen. Ach ja, stimmt. Ich habe vergessen nachzugucken, wie viel Kupfer wir eigentlich brauchen. Also wir brauchen dringend Kupfer im Übrigen. Ich muss nur mal gerade nachsehen. Alter, jetzt spring noch. Das ist jetzt schon wieder dein Problem. Stehen jetzt wieder zwei neue. Nice. Okay. Oh, ich mache mir jetzt erstmal einen Hunting Bow. So. Oh, was ist das denn? Hm. Ah ja, das waren diese Teile. Okay.
Ah ja, stimmt. Dafür brauchen wir die. Junge, spiel doch nicht immer nur Mist. Alter. Der Dave erstmal so am Abkacken da hinten. Okay. Hey. Ich bin schon wieder tot. Junge, die sind übermächtig, die Viecher. Die sind irgendwie Level 4 oder sowas. Da sind die ja noch zu zweit und haben drei Köpfe. So ehrlich. Ich hab jetzt auch einen Bogen, ne? Hui! Hui! Jetzt bräuchte ich wie bei... Jetzt bräuchten wir... Wow! Ja, Bruder! Oh, in der Luft erwischt. Und ich bin tot. Junge, diese Viecher mit den drei Köpfen, die sind mega heftig. Ja, ne? Gegen die muss ich gerade gegen drei auf einmal kämpfen. Das glaubst du, warum ich die ganze Zeit abgekannt bin? Ja, ja. Ich komm jetzt erstmal zurück, also ich komme jetzt auch zurück. Oh, dass ich anderen auf meinem Schiff spawne. Wir müssen das irgendwie ändern. Falls ihr es wisst, schreibt es doch bitte in die Kommentare, denn... Wie ihr seht, würde das wirklich einiges verbessern. So, wer wir brauchen nämlich Copper-Ohr, um uns so ein Cooking-Teil zu machen. Ich weiß, das ist das, was mich umgebracht hat. Glaube ich. Junge! Ich bin da, ich bin da! Oh, scheiße, ich habe Besuch mitgebracht. Alter, was bringst du mal mit? Ich bin halt beliebt. Junge, ist klar! Ich bin schon wieder tot im Übrigen. Pass bei diesen fliegenden Schmetterlingen auf, die sind heftig. Junge, dein scheiß Gartentürchen, das ist mehr als unnötig. Ey, das ist aber mein Gartenbäumchen, das müsste stehen bleiben. Ja, ja. Mein Lieblingsgartenbäumchen, ja, ja. Oh nein, nicht schon wieder so ein K3-Kopf wie. Kusch! Kusch! Oh, ich bin gleich wieder tot. Ha, abgehängt. Oh nein, jetzt kommt da schon wieder so ein Schmetterling. Ja! Nein! Fuck. Junge, mach nicht genau dann zu, wenn ich komme. Du siehst mich nicht und ich bin tot. Toll. Junge. Geile Folge. Warum bist du so leise? Ja, weil ich gerade mich am Konzentrieren bin. Du bist dich am Konzentrieren und denen du Blöcke an die Wand schleppst. Leck mich. Okay, eigentlich sehe ich mein Schiff hier ein bisschen zu oft. Wir brauchen dringende Rüstung. Dringend. Damit wir nicht andauernd krepieren wie die Tiere. Oder ich sollte mal ein bisschen öfter Bandagen nehmen. Junge, wie viele von diesen Viechern hocken hier, bitteschön! Die kriegt mich nicht! Ich bring die Party mit! Ach, Kind. Ja was, die hocken hier die ganze Zeit genau vor dem Scheißborn! Alter, was ist das denn? Ja, das ist... Das ist... Kennst du diese Orangenteile, wo man diese Orangen drauf tut und dann drehen muss, damit der Saft rauskommt? Das hat das Ding hier auf dem Rücken. Guck mal. Hui! Jawohl, Dream Team. So macht man das. So macht man Party. Okay, habe ich noch etwas Ohre? Ja, ein Silberohr. Warte mal, ich hab was. Ich hab was für uns. Zwar hier, Dave. Ja. Jawohl, cool. Shot.
Ach Junge! Und damit wäre diese Folge auch schon vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Starbound. Ciao Leute, danke fürs Einschalten. Tschö.